reichen euch in der Regel aus, um Platzierungen sinnvoll aufzubauen. PV ist dein persönliches Volumen. Das ist das, was du im Zeitraum eines Monats selbst konsumierst oder das Produktvolumen jedes einzelnen Produktes. Jedes Öl, jedes Shampoo, jede Zahnpasta hat einen gewissen PV-Wert, PV Produktvolumen. OV ist dein Organisationsvolumen. Organisationsvolumen bedeutet alles, was du und dein Team, wie groß und wie auch immer gestaltet es gerade ist, gemeinsam in einem Monat an Volumen generieren. Das ist Organisationsvolumen. Und zuletzt, dass du es mal gehört hast, das CV, das Commissionable Volume, ist das provisionsberechtigte Volumen, das sich teilweise minimal vom PV unterscheidet. Also deine Kommission wird bezahlt auf das Commissionable Volume, aber es gibt eine Liste, die könnt ihr googeln, das sind die PV und zum Teil abweichenden CV-Werte von Produkten drauf. Ich habe keine Ahnung, wie groß der Unterschied ist. Mich interessiert es nicht. Es gibt Menschen, die brauchen diese Zahlen. Wenn sie dich interessieren, kannst du sie finden. Wenn nicht, kannst du auch sehr, sehr hohe Ränge erreichen, ohne den CV-Wert zu kennen. Der letzte, den ich bewusst nicht draufgeschrieben habe, weil er nicht gesamtrelevant ist, sondern bloß für einen Bonus, ist das TV, ist das Teamvolumen. Das bist du und deine ganze Frontline zusammen. Das bezieht sich auf einen Bonus, aber auf Boni wollte ich heute gar nicht tief eingehen, sondern tatsächlich nur auf die Platzierung. Was sind die Grundregeln dieser Platzierungen, die wir haben? Jeder neue von dir eingeschriebene Account erscheint auf der rechten Seite deiner Frontline, deiner ersten Linie. Das heißt, wann immer du jemanden neu einschreibst, ihn begeisterst, ihm einen Account machst, steht dieser Account entweder als grünes oder als lila Männchen, je nachdem, ob du ihn als Berater oder als Kunden eingeschrieben hast, ganz rechts oben in deiner Struktur. Du kannst dann jeden dieser neuen Accounts bis zum 10. des Folgemonats neu platzieren, insofern du schon Berater in deiner Struktur hast, unter die du platzieren kannst. Du kannst ausschließlich unter Berater platzieren, nicht unter Kunden. Wenn du also in dein doTERRA Backoffice gehst und gehst oben auf mein Team und dann auf die grafische Struktur, ist je nachdem, wie groß dein Team jetzt schon ist, zu sehen, wer alles unter dir steht. Grüne Männchen sind Kunden, lila Männchen sind Berater, dunkelgrüne Männchen und gelbe Männchen und pinke Männchen und silberne Männchen und goldene Männchen entsprechen den dazugehörenden Rängen. Du kannst unter jeden platzieren, außer unter Kunden. Was ist das Ziel dieser Platzierung? Das Ziel der richtigen Platzierung besteht in allererster Linie aus meiner Sicht in der energetisch richtigen Entscheidung. Es geht darum, die richtigen Menschen zusammenzubringen. Was sind die richtigen Menschen? Wenn ich jemanden neuen einschreibe, dann schaue ich mir meinen großen Baum an und überlege mir tatsächlich, wo würde sich dieser Mensch am wohlsten fühlen, wenn die Leute sich persönlich kennenlernen würden. Das ist mein allererster Gedanke, den ich habe. Ich stelle mir vor, es gibt von jedem Team eine Party. Auf welche Party würde ich diesen Menschen schicken? Weil tatsächlich sind wir in allererster Linie energetische Wesen und wenn was zusammenpasst, dann entsteht dadurch automatisch Wachstum. Wenn was nicht zusammenpasst, auch wenn in dem Monat eventuell dein Volumen an der Stelle für deinen direkten Rang vielleicht schlauer wäre, wirst du ganz oft feststellen, es wächst nicht wirklich. Das Environment, das wachsen kann, ist innerhalb der Gruppe der richtigen Menschen. Ich gucke immer ein bisschen, würden diese Menschen sich denn eventuell überhaupt kennenlernen? Das heißt, wenn ich in deutschen Teams denke, dann würde ich jemanden, den ich in Nürnberg einschreibe, tendenziell irgendwo in einem der fränkischen Teams lassen. Und jemanden, den ich in Hamburg einschreibe, würde ich eher irgendwo nach Norddeutschland. Das heißt, ich würde das Ganze so kreieren, dass die Leute die Möglichkeit haben, sich kennenzulernen, eventuell live zusammenarbeiten können und ich das Gefühl habe, dass sie auch wirklich menschlich zusammenpassen. Der zweite Aspekt ist der Aufbau meiner idealen Struktur. Wenn ich jetzt natürlich das Gefühl habe, die würden sich super verstehen, aber die anderen verstehen sich auch ganz gut und da brauche ich auch Volumen, bin ich ein bisschen in der Entscheidungssituation, wo platziere ich meinen neuen Berater hin?
Ich spreche heute bewusst nicht von Situationen, wenn ich jemanden platziert habe, wie kann ich ihn gegebenenfalls nochmal umplatzieren. Für all diese Sachen gibt es Möglichkeiten, die würden den Rahmen der Grundlagen aber um einiges sprengen. Und heute geht es ausschließlich um die Grundlagen. Wenn irgendwas nicht so gelaufen ist, wie du es dir vorstellst, bitte frag deine Upline. Wenn die sich nicht auskennt, frag die ihre Upline und so weiter, bis du eine Antwort kriegst oder wir setzen irgendwann noch einen fortgeschrittenen Platzierungscall drauf. Der letzte Punkt und der daraus resultierende, wenn du die richtigen Menschen zusammenbringst und die ideale Struktur baust, ist der maximal für dich zu erreichende Bonus. Weil wir machen das alle ja nicht ausschließlich, weil wir nur Öle wollen, sondern weil wir hier in dieser Gruppe an Beratern auch eine Geschäftsstruktur aufbauen und wir wollen natürlich den maximalen Outcome für unsere Arbeit generieren. Das Strickmuster, das dem Ganzen zugrunde liegt, ist eine Überlegung. Entweder Power of Three oder Rang. Power of Three ist einer der vier Boni und hängt davon ab, wie du untereinander Berater im Treueprogramm platzieren kannst. Auch diesen Bonus werde ich nicht genauer erklären, nur dass du auf den nächsten Bildern siehst, was sind die verschiedenen Möglichkeiten. Power of Three oder Rang. Das Power of Three ist meiner Meinung nach der schnellste Weg, um Geld zu verdienen und der schnellste Weg zur idealen Struktur, weil das Power of Three als Strickmuster deinen Weg vorgibt. Du siehst hier auf der linken Seite die lila Punkte, die ich gesetzt habe, wäre das dritte Level Power of Three. Power of Three besteht aus, wie gesagt, drei Leuten unter einem Berater, Power of Three, also du und drei Menschen in deiner Frontline, die eine gewisse Voraussetzung erfüllen, um für dich einen Bonus zu kreieren. Wenn diese drei Menschen das Gleiche für sich erstellen, haben die diesen Bonus. Und wenn diese drei Menschen das wiederum für sich erstellen, haben die den Bonus. Bei dir baut sich's auf von 42 auf 212 auf 1250 Euro. Das ist das Strickmuster, das dem zugrunde liegt. Du ganz oben, drei Berater in deiner Frontline, die jeweils drei Berater in ihrer Frontline haben, die jeweils drei Berater in ihrer Frontline haben. Das Bild, einfach um es mal gesehen zu haben, ist aus meiner Sicht das Erstrebenswerteste, um leicht am Anfang zu verstehen, wo willst du hin. Die zweite Möglichkeit ist, du denkst ausschließlich über den Rang. Der erste Rang, um den es in meiner Denkweise geht, ist der sogenannte Core Rank Elite. Elite ist der Rang, an dem du deine vorausgesetzten 100 PV im Treueprogramm zurückbekommst durch das, was du geleistet hast. Wenn du also Elite bist und Elite bleibst und mindestens 3000 OV Organisationsvolumen hast, ist deine 100 PV LRP mit Sicherheit gedeckt und es bleibt auch noch was übrig oder deine LRP ist höher. Du siehst hier zwei verschiedene Bilder von Elites. Wenn du jetzt gerade ganz neu bist und du hast angefangen einzuschreiben, weil du jetzt vielleicht auch in der Elite Challenge warst und hast einfach mal Menschen eingeschrieben, dann stehen die jetzt alle auf deiner Frontline. Ein Teil sind Kunden, ein Teil will vielleicht Berater sein, mit manchen hast du noch gar nicht wirklich gesprochen. Jetzt geht es darum, von vornherein eine Struktur aufzubauen, die dir möglichst wenig unnützes Volumen zur Folge hat. Das heißt, was du willst, ist, du baust so schnell es geht in die Tiefe und lässt so wenig wie Menschen auf deiner, so wenig wie möglich Menschen auf deiner Frontline stehen. In ganz seltenen Fällen bauen Menschen von vornherein so strategisch, dass sie sagen, okay, ich habe drei Berater, die lasse ich auf meiner Frontline stehen und die anderen verteile ich unter diese drei Leute. Falls das bei dir der Fall ist, herzlichen Glückwunsch, absolut perfekt. Falls du noch keine Berater hast, bitte verzweifle nicht. Unterhalte dich erstmal mit Menschen mit Basis des Power of Three Videos, das du in der Elite Challenge hast oder auch im Team Diamond findest, ob sie nicht Lust hätten, sich abzugraden und du unter ihnen platzieren kannst, um die Struktur schon mal in die richtige Richtung zu bewegen. Idealfall siehst du hier unten, du bist oben als Elite. Drei Berater in deiner Frontline und jeweils drei unter diese Menschen platziert. Wenn dein Baum jetzt aktuell noch so aussieht wie der ganz oben, du den ganz oben aber im letzten Monat kreiert hast, kannst du bis zum 10.
des Folgemonats, also in unserem Fall den 10. Mai, alles nochmal neu platzieren. Wenn du dazu Unterstützung brauchst, bitte frag deine Upline, spätestens deine nächste Silber Plus Upline kann dich mit Sicherheit unterstützen, dieses Konstrukt ideal aufzubauen. Der nächste Rang, der nach Elite kommt, ist Premier. Premier ist der erste Rang, der eine Struktur benötigt. Das heißt, du hast gesehen, bei Elite, gehen wir mal kurz zurück, bei Elite bist du, wenn du 3000 OV hast, Elite, egal wie diese OV platziert sind. Wenn 3000 zusammenkommen, inklusive deiner eigenen Bestellung, bist du Elite. Bei Premiers brauchst du eine ideale Struktur dazu. Das heißt, du oben bist der große Premier, das pinke Männchen. Und was du dafür brauchst, sind unter dir zwei selbst eingeschriebene Executives. Executive bist du, wenn du ein OV von 2000 hast. Das heißt, du bist oben der Premier, du hast zwei Menschen auf deiner Frontline. Jeder von den beiden hat 2000 OV, bestehend aus seiner eigenen Bestellung und Menschen, die unter ihm stehen. Und dein Gesamt-OV ist 5000. Das heißt, es könnte jetzt sein, wenn du das Bild anschaust, links hat 2000, rechts hat 2000 und du hast selber 1000, 5000, du bist Premier. Links kann 3000 haben, rechts hat 2000, somit 5000 plus deiner 100 PV LRP, um selbst bonusberechtigt zu sein, wären 5100, du bist Premier. Du kannst dir vorstellen, links unten hat 2400, rechts hat 2500, bist du bei 4900. Du hast oben 100 PV in deiner Treuebestellung, 5000 OV, du bist Premier. Also nochmal die Voraussetzung: zwei Menschen, die du selbst eingeschrieben hast, in zwei voneinander getrennten Beinen, müssen mindestens den Rang Executive haben. Es ist nicht ausschlaggebend, dass diese Menschen, die dich qualifizieren, in deiner ersten Linie stehen müssen. Das ist mal ganz interessant zu wissen. Bei manchen hat auch die Upline schon drunter gebaut. Wenn also der Executive, den du selbst eingeschrieben hast, erst irgendwo in der zweiten oder dritten Ebene steht, zählt es für dich genauso. Er muss nicht in deiner Frontline stehen. Sie müssen nur in zwei voneinander unabhängigen Beinen sein. Zwei Executives, mindestens 2000 OV, Gesamt 5000 OV. Du bist Premier. Der nächste Rang ist Silber. Silber ist der Rang, an dem ich dir ziemlich sicher garantieren kann, dass du alles, was in diesem Call vorkommt, mehr als verstanden hast, weil du es einfach schon x-mal selbst genutzt hast. Um Silber werden zu können, brauchst du drei selbst eingeschriebene Elites in drei verschiedenen Beinen. Das heißt, du hast drei voneinander unabhängige Beine, in jedem Bein einen selbst eingeschriebenen Elite. Was war jetzt der Elite nochmal? Elite waren 3000 OV. Ob der Elite jetzt allein für 3000 OV eingekauft hat oder ob es deine Frontline ist, die jetzt hier nur stilistisch dargestellt ist mit jeweils drei Beratern, es können auch 20 sein, es können 500 sein, es kann aber auch nur einer sein. Es geht nur darum, dass es jeweils 3000 OV sind, dann bist du Silber. Du siehst, ich gehe nochmal kurz zurück beim Premier. Hast du ein Mindestvolumen als OV, um Premier werden zu können? 5000. Das heißt, du hast diese zwei Beine, die jeweils mindestens 2000 haben müssen. Der Elite muss mindestens 3000 haben und der Premier mindestens 5000. Der Silber hat kein minimales OV als Voraussetzung, weil sich das automatisch errechnet. Wenn du drei Elites hast, hat jeder dieser Elites mindestens 3000 OV. Das heißt, du hast mindestens 9100 OV, wenn du Silber bist, weil 100 PV brauchst du, um selbst bonusberechtigt zu sein. Jeder Elite hat 3000 OV. Somit hast du als Silber ein Minimumvolumen von 9100. Wenn du dir das jetzt anschaust, dann siehst du, wenn du in der Lage bist, Elite zu werden und anderen Menschen zeigen kannst, wie sie Elite werden, kannst du Silber sein. Ist offensichtlich. Du hast drei Menschen unabhängig voneinander gezeigt, wie sie
den Core Rank Elite erreichen. Dadurch bist du in der Konsequenz Silber. Jetzt springe ich bewusst mal viel weiter vor und dann komme ich wieder zurück. Ihr seht hier meinen Rang Presidential Diamond. Das ist der höchste Rang, den es gibt. Wenn man sich das anschaut und sich dann das anschaut, dann fällt einem doch eigentlich was auf. Ihr seht die Struktur, die Silberstruktur da unten drin, 18 Mal nebeneinander. Das heißt, wenn du verstanden hast, wie du Silber wirst, ist alles andere nur noch eine Vervielfältigung dieses Gedankens. Insofern, lass diesen ganzen Gedanken mal, was muss ich dafür sein und was muss ich dafür sein und was braucht es dafür, einfach mal los. Hier seht ihr, wenn du verstanden hast, wie du Elite wirst und anderen Menschen zeigen kannst, wie sie Elite werden und anderen Menschen zeigen kannst, wie sie anderen Menschen zeigen, Elite zu werden, kannst du jeden Rang in dem ganzen Konstrukt erreichen. Du siehst hier das große Lilane, das lila Männchen ist der Presidential Diamond. Die sechs schwarzen drunter sind Platins. Ein Platin braucht jeweils drei selbst eingeschriebene Silbers, um Platin zu werden. Ein Silber braucht jeweils drei selbst eingeschriebene Elites, um Silber zu werden. Und der Elite braucht einfach nur 3000 UV. Das heißt, wenn wir jetzt wieder zurückgehen, hierher, dann ist das die Basis von allem. Wenn du das jetzt verstanden hast und du zeigst diesen eigenen Elites, die du jetzt kreiert hast, wie sie wiederum Elites kreieren können. Also du zeigst Menschen, wie sie anderen Menschen zeigen, wie man Elite wird, wird irgendwann auf dem Weg automatisch das rauskommen. Deine Elites zeigen anderen Menschen, wie sie Elite werden können und werden unterwegs mit Sicherheit den Rang Premier ankratzen. Das heißt, wenn deine drei Elites von hier mit deiner Hilfe, weil sie anderen zeigen, wie sie weiterkommen, Premier werden, wirst du in der Konsequenz dessen Gold. Die drei pinken Punkte sind die drei gelben Punkte von der vorherigen Seite, die auf dem Weg sind, Menschen zu zeigen, wie man Elite werden. Und auf dem Weg zur Elite werden die halt erstmal Executive. Und jetzt siehst du hier wieder die einzelnen Premiers, Premier 1, Premier 2, Premier 3, den du brauchst, um Gold zu werden. Der Gold besteht aus drei selbst eingeschriebenen Premiers. Der Premier braucht mindestens 5000 OV, aufgeteilt in zwei selbst eingeschriebene Executive-Beine, die jeweils mindestens 2000 OV. Das ist eine reine Randnotiz, weil du wirst, wenn du das vervielfältigst, konstant, konsequent, automatisch da landen, weil du das anstrebst. Der Platin, der eine Platin, ist nichts anderes als drei Menschen, denen du gezeigt hast, wie sie anderen Menschen zeigen, wie sie Elite werden. Weil die drei Menschen auf deiner Frontline sind die, die gerade eben noch Elite waren, als du Silber warst. Jetzt hast du ihnen gezeigt, wie sie selbst Menschen in die Kraft bringen, Elite zu werden. Dabei wurden die drei Silber. Und in der Konsequenz dessen, dass diese drei Menschen Silber geworden sind, bist du Platin geworden. Wenn du Platin bist, hast du verstanden, wie du Silbers baust. Behaupte ich. Ich kenne keinen Platin, der nicht weiß, wie man jemandem zeigt, Silber zu werden. Deswegen zeigt das einfach noch jemandem und wird deswegen Diamond. Der Unterschied zwischen Platin und Diamond ist einfach nur ein Silber mehr. Das heißt, wenn du verstanden hast, wie das geht, und dann zeigst du noch einem vierten Menschen, wie er Silber wird, du zeigst also einem vierten Menschen erstmal, wie er Elite wird, und dann, wie er anderen Menschen zeigt, Elite zu werden, wird der Silber, und wenn du vier Silber hast, bist du in der Konsequenz dessen Diamond. Jetzt seht ihr, mal in Zahlen und Punkten meinen Lieblingssatz zusammengefasst. Unser Verdienst im Network Marketing ist eine direkte Reflexion des Beitrages für unsere Teams.
Wenn wir in der Lage sind, Menschen zu zeigen, wie sie weiterkommen, werden wir in der Konsequenz weiterkommen. Das heißt, hier zeigen wir drei Leuten, wie sie Silber werden, wir werden Platin. Dann zeigen wir vier Leuten, wie sie Silber werden und wir werden Diamond. Jetzt gibt es noch einen weiter. Wir finden noch einen fünften und wir zeigen den Silbers, wie es weitergeht. Wir zeigen, wie sie Menschen zeigen, wie sie anderen zeigen, wie sie Elite werden. Also kommen wir wieder an dem Punkt vorbei, wo Golds entstehen werden. Wenn du fünf selbst eingeschriebene Gold unter dir hast, bist du in der Konsequenz Blue Diamond. Und wenn du sechs Platins unter dir hast, bist du Presidential. Das heißt, mein persönlicher Tipp, um es so simpel wie möglich zu halten: Vergiss Blue Diamond, vergiss Gold, halte dich ausschließlich an Silber und Elites. Wenn du weißt, jetzt könnt ihr es wahrscheinlich schon nicht mehr hören, wenn du weißt, wie du Elite wirst, und anderen Menschen zeigst, wie sie Elite werden. Und anderen Menschen zeigst, wie sie anderen Menschen zeigen, Elite zu werden, kannst du jeden Rang in dieser Company erreichen. Alles, was du verstehen musst, ist Elites zu kreieren, zu vervielfältigen und so zu platzieren, dass daraus Silbers entstehen. Du oben, drei Elites in deiner Frontline, du bist Silber. Und das ist quasi der Grundbaustein in dem ganzen Konstrukt. Der kleinste Baustein ist das Elite. Drei Elites kreieren ein Silber, drei Silber kreieren ein Platin, sechs Platin kreieren ein Presidential Diamond. Das ist die ganze Basisweisheit an doTERRA Placements. Wenn du auf dem Weg von Elite zu Silber bist, wirst du höchstwahrscheinlich unterwegs Premier werden. Wenn nicht und du baust konsequent dein Power of Three, wirst du in der Konsequenz schneller Silber werden und wahrscheinlich sogar mehr verdienen. Ein Elite mit dem zweiten Power of Three verdient mehr als ein Premier ohne. Dementsprechend konzentriere dich auf das Power of Three. Auf dem weiteren Wachstum, wenn du deine Elites in die Kraft bringst, anderen Menschen zu zeigen, wie es geht, werden die Premier werden. Du wirst in der Konsequenz zwischendrin Gold und dann geht es direkt weiter zu Platin. Deswegen, wenn wir das Ganze nochmal zurückbauen und es gleichsetzen mit den doTERRA Mindsets, dann haben wir bei Elite Believe in the Product. Also jeder in dem Call, der gerade Elite ist oder noch nicht Elite ist, arbeite daran, das Produkt für dich so kennenzulernen, dass du weißt, was sind die 10 Produkte, die dein Leben essentiell schöner machen, mit denen du rausgehst. Du glaubst an das Produkt. Dann kommt bei Premier Believe in the Company and the Opportunity. Das heißt aus meiner Sicht eigentlich, wenn ich das Produkt wirklich verstanden habe, glaube ich auch, dass die Company funktioniert und dementsprechend glaube ich auch daran, dass die Möglichkeit besteht, damit was zu machen. Wenn du Menschen zeigen kannst, wie sie Elite werden, liegt es daran, weil du dran glaubst, weil du an dich glaubst. Deswegen ist der Mindset bei Silber, believe in you. Der Mindset bei Gold, weil es, wie gesagt, aus meiner Sicht gedanklich zu überspringen ist, ist believe in your builder, also in die Leute, mit denen du arbeitest, weil bei Platin ist es believe in your team. Wenn du an dein Team glaubst, glaubst du automatisch an die Einzelnen. Und wenn es darüber rausgeht, der Diamond ist ein Silber mehr, da geht es in Belief in your why, warum du das Ganze machst. Und die letzten beiden, Blue und Presidential, ist Belief in your influence, in deinen Einfluss und an dein Vermächtnis. Das heißt, es geht also kurz gesagt nur darum, Elites zu kreieren und zu vervielfältigen.